Im zweiten Teil der Oktober-Sitzungsfolge des Südtiroler Landtages wurden in der Zeit der Opposition weitere Anträge behandelt. Nicht angenommen wurde ein Beschlussantrag des Team K, mit unterzeichnet von Freier Fraktion, JWA Wirt Anderlan, Grünen und für Südtirol mit Wiedmann, der sich mit der Entlohnung der Bediensteten im öffentlichen Dienst befasste. Ein Nein gab es auch für den Vorschlag von JWA-Wirt Anderlan zur Stärkung des Elternunterrichts durch eine öffentliche Finanzierung desselben, ebenso wie für einen Antrag der Grünen, der auf die Implementierung verschiedener Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels, vor allem auf vulnerable Gruppen, abzielte. Ein weiterer Antrag der Grünen, wonach der Wert des Kultur- und Kreativsektors in Südtirol analysiert und erhoben werden sollte, sowie einer der Südtiroler Freiheit, der den Ankauf der Bahninfrastruktur von Brixen bis Winnebach durch das Land vorschlug, wurden vom Plenum ebenfalls abgelehnt. Nicht angenommen wurde weiters ein Beschlussantrag des Team K, der eine Ergänzung im Landesgesetz zur Führungsstruktur der öffentlichen Hand vorsah. Behandelt wurde auch ein Landesgesetzentwurf des Team K zur Einführung einer Ombudsstelle für Fragen zu sexualisierter Gewalt. Die Mehrheit lehnte diesen unter anderem mit der Begründung ab, dass er dem wichtigen Thema nicht gerecht werde und nur einen Bereich regle. Sie werde demnächst selbst einen umfassenderen Gesetzentwurf zum Thema vorlegen. Am Donnerstagvormittag berichtete Landeshauptmann Kompatscher zudem im Plenum über die Gesellschaften mit Landesbeteiligung. Diese hätten im Jahr 2023 einen Nettogewinn von 135 Millionen Euro und einen Produktionswert von insgesamt 892 Millionen Euro verzeichnet.